Hallihallo und guten Morgen. Hier wieder live heute in der Rohkostgruppe bin ich für dich da und beantworte gerne deine Fragen, beziehungsweise ja, bring auch immer ein Thema mit. Und oft bekomme ich die Frage, Sonja, wie bist du eigentlich zur Rohkost gekommen? Und deswegen möchte ich gerne ein bisschen davon erzählen heute. Und gerne, wie gesagt, kannst du mir ja, deine Kommentare dalassen oder deine Fragen stellen, wenn du welche hast dazu. Und auch gerne in den Kommentaren Fragen hinterlassen, die dich beschäftigen zur Rohkost. Ja, was dein Thema ist mit der Rohkost, was du gerne noch mehr darüber erfahren möchtest. Ja, gerne bin ich da für dich da. Aber heute, ja, zu mir und wie ich zur Rohkost kam. Bei mir war das so, dass ich ja schon als Teenager mich beschäftigt habe mit Ernährung und wie das so ist als Teenager, oft die Mädels, die untereinander gucken, ja, bin ich zu dick oder was weiß ich, ja. Und ich hatte damals so, kann man schon sagen, ja, so eine Art Fressattacken vielleicht auch, ja. Also, dass die Sachen nicht wirklich satt gemacht haben, sondern nur voll. Und ich konnte zum Beispiel eine ganze Chipstüte auf einmal verdrücken und ja, manchmal echt essen, bis mir schlecht war, so ungefähr. Und das ist natürlich nicht nur unbedingt eine Sache mit der Nahrung, ja, Ernährung, sondern natürlich auch eine Sache, die dein Nervensystem betrifft. Aber da kommen wir auf ein anderes Mal drauf zurück. Denn dein Nervensystem und deine, ja, dein Körper, deine Seele, ja, die sind einfach auch total wichtig. Weshalb, ja, die Rohkost für mich nicht immer nur das Essen bedeutet, sondern eben der Körper, der Geist und die Seele mit, ja, einbezogen werden. Ja, ich habe mich also damals damit beschäftigt, weil zum einen aus dem Grund, ich wollte nicht dick werden, ja, wie so oft in diesem Alter. Und ich hatte irgendwie Sorge, auch krank zu werden. Hi, Kathi, schön, dass du da bist. Und du sagst, hast du Empfehlungen, wie man Rohkost als Heilung für Krebs oder Hormonstörungen einsetzen kann? Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil, wie du an meiner Geschichte auch sehen wirst, wird es auch, also tut es was im Körper, ganz einfach. Ja? Die Rohkost ist da einfach ein Teil davon, aber nicht alles. Ja? Also, auf jeden Fall war damals mein erster, ja, mein erster Gedanke, ja, wie werde ich nicht dick? Wie kann ich essen, weil ich esse ja gerne, aber wie werde ich nicht dick? Und habe trotzdem noch Energie. Und dann habe ich ausprobiert und hab dann festgestellt, okay, ist das das Fleisch, was du magst oder nicht magst? Dann habe ich angefangen, das Fleisch mal rauszulassen und habe gemerkt, das ja, fehlt dir irgendwie gar nicht. Ja, dann habe ich verschiedene Sachen natürlich ausprobiert, fing an, darum zu kochen und zu machen und hatte ja einfach Erfahrungen mit dem Kochen hauptsächlich. Und dann kam eine Zeit, als ich anfing zu arbeiten mit 18, da saß ich dann nur noch im Büro. Und ich war ein sehr aktiver Mensch. Ich war viel in der Natur unterwegs, war viel mit Pferden unterwegs, mit Hunden. Also ich war sehr aktiv. Und dann den ganzen Tag sitzen, ich bin zwar auch viel gelaufen, zur Arbeit hin, zur Arbeit zurück, aber trotzdem den ganzen Tag mehr oder weniger sitzen, das hat sich schon auch gezeigt. Und ich fing dann an und habe gedacht, naja, also eben, na, wie kann ich das machen? Wie kann ich meine Ernährung anpassen, ja, dass es mir weiterhin gut geht? Ich habe dann auch ein Erschöpfungssyndrom bekommen. Das heißt, es war total schwer, überhaupt aufzustehen. Mein Körper war wie eine, ja, bleierne Schwere. Es war wie, als hätte jemand Sandsäcke an mich gehängt und alleine aufstehen war eine Wahnsinnsherausforderung für mich. Also das war wirklich einfach wahnsinnig anstrengend. Und ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn, ja? Und bin dann auf eine Fastenkur gegangen. Und nach 10 Tagen Fasten hatte ich auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Und die Schwere war verschwunden und eine Leichtigkeit war zurückgekehrt und eine Freude. Und ich habe gesagt, boah,
da ist irgendwas passiert. Irgendwas ist passiert. Ja, heutzutage weiß ich natürlich, was da alles passiert ist, aber damals war ich halt noch einfach, ja, sehr unerfahren. Ich habe dann verschiedene Symptome weiterhin bekommen, und zwar ist unter anderem meine Periode mehr und mehr ausgeblieben. Und ich bin zum Frauenarzt gegangen, und der Erste sagte: Ach, das ist der Stress. Nimm sie einfach die Pille und dann ist wieder gut. Und ich habe gesagt: Aber, also ich meine, klar, man hat vielleicht auch mal Stress im Leben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so unter Stress stehe, dass ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie da völlig neben mir stünde oder so. Ja? Also ich empfand mein Leben eigentlich als ganz, ganz in Ordnung zu der Zeit, ja. Und bin dann zum nächsten Frauenarzt, und der hat dann gesagt, der hat es untersucht, hat einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, Sie haben PCO. Also das sind Zysten in den Ovarien, also in den Eierstöcken. Und ja, in ein Eierstock war komplett dicht, und der andere, da waren auch welche drin. Und er sagte, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% bekommen Sie auf natürlichem Wege mal keine Kinder. Das muss wahrscheinlich gemacht werden über einen Einschnitt über die Bauchdecke, und dann können wir weiterschauen. Und als ich sagte, warum sind die da, oder ja, wie kann man die denn wieder wegbekommen? Dann sagte er, nee, das kann man nicht wieder wegbekommen, das ist einfach so, damit muss man leben. Nehmen Sie mal die Pille, ja, dann kommt auch die Periode wieder, und dann ist alles in Ordnung. Und wenn Sie Kinder kriegen wollen, dann kommen Sie her und dann überlegen wir, wie wir das einleiten können. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Also der Körper, der macht doch nichts ohne Grund. Aus irgendeinem Grund hat mein Körper sich das einfallen lassen, ja, dass er so reagiert. Und was hat es auf sich, ja? Und natürlich, wie gesagt, Körper, Geist und Seele. Ja, ich hatte auch verschiedene Erfahrungen gemacht auf dem sexuellen Gebiet, die nicht wirklich schön waren. Ja, und das hat sich natürlich auch niedergeschlagen auf diesen Bereich, ist klar. Und ja, außerdem habe ich mich dann selbst auf die Suche gemacht und bin dann, ja, da kam gerade das Internet auf, nicht? Und ich habe das Internet genutzt dann und habe recherchiert und habe geguckt, was bedeutet das? Was macht der Körper? Warum reagiert der Körper so? Ja, bekam dort erstmal die Bestätigung, ja, der Körper macht nichts ohne Sinn. Ja, er ist ein wundervolles Werkzeug, und er zeigt uns wirklich, ja, wo unser Weg hingeht und was bei uns falsch läuft auch. Ja, also was wir tun können im Endeffekt, da müssen wir dann in uns gehen oder eben, ja, Möglichkeiten finden. Auf jeden Fall war für mich die Bestätigung, der Körper macht nichts ohne Sinn. Und einfach nur die Pille zu schlucken, ja, mit den Nebenwirkungen, darauf hatte ich sowieso keine Lust, ja. Und einfach nur die Pille zu schlucken, dich also mit Hormonen vollzustopfen und etwas vorzugaukeln, ja, weil klar, wenn dann die Periode regelmäßig kommt, dann hast du halt eine normale Blutung und nach außen hin sieht alles gut aus. Aber im Inneren hat sich ja nichts verändert. Also die Ursache ist immer noch nicht behoben. Also habe ich weiter geforscht und habe festgestellt, der Körper, der kapselt Dinge ein, die er nicht braucht. Ja, weil der Körper ist immer darauf bedacht, zu überleben. Er ist immer darauf bedacht, ja, wirklich die lebenswichtigsten Organe zu schützen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wenn wir irgendwas in ihn hineinstecken, was da nicht hineingehört, dann versucht er damit umzugehen. Ja, und versucht, die Dinge, ja, loszuwerden oder eben einzukapseln, damit sie ihm nicht schaden. Und dann habe ich gedacht, was kapselt er denn dann ein? Ja, und dann habe ich festgestellt, dass auch Tumore zum Beispiel auch ganz viel Eiweiß enthalten. Und dann habe ich gedacht, Eiweiß, okay, Eiweiß und abkapseln. Ich hatte zu der Zeit kein Fleisch mehr gegessen, aber noch ganz viele Milchprodukte, also Joghurt, Quark vor allem, ja, Magerquark, ich wollte ja nicht zunehmen, ja. Magerquark, hatte versucht, mich naja, mehr oder weniger zu zwingen, bestimmte Richtungen, ja, der Ernährung einzuschlagen, ja, um mich kontrolliert beim Essen zu verhalten, damit ich nicht zunehme, ja. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann einfach mal die ganzen Milchprodukte weggelassen, ja, und habe gesagt, es kann ja nicht mehr als schief gehen. Also ich meine, probieren wir es einfach aus.
Und dann bin ich ein halbes Jahr später wieder zum Arzt gegangen. Der macht wieder Ultraschall und guckt wieder, ja, wie weit und so weiter, weil er sagte, ja, irgendwann, das kann natürlich auch sein, dass es irgendwann mal ja, krebsartig wird. Ja, also dass es mal, wie sagt man, nicht positiv, sondern negativ wird. Ja, also ja, dass da, dass das Ganze eben auch schlecht wird. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein, aber ja, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall nahm er sein Ultraschallgerät und schaute da drüber und sagte, wow, da sind keine Zysten mehr. Und ich freute mich und sagte, ja, ich habe was richtig gemacht. Ja, und er sagte, ja, die sind, das ist merkwürdig. Ja, also das ist, tja, Wunderheilung vielleicht, ja, so das ist 0,1%, 0,01%, ja, was entsteht in der Bevölkerung. Und ich sagte, ja, warum? Und er sagte, ja, keine Ahnung, sowas passiert halt mal. Und ich sagte, das kann irgendwie nichts damit zu tun haben, dass man sich anders ernährt. Nein, nein, Ernährung hat überhaupt nichts damit zu tun. Sie haben einfach Glück gehabt im Leben. Und ich so, ah, egal, egal was es war, ich habe mich gefreut und bin rausgegangen. Aber in mir, ja, bösartig, danke, Kathi. Das war der Begriff. Bösartig kann das auch werden, genau. Und ja, und habe mich gefreut und das hat aber was mit mir gemacht. Ich habe natürlich dann irgendwie verstanden, also Ernährung ist nicht ganz egal. Ja, es ist nicht ganz egal, was du da in dich hineinstopfst. Gleichzeitig hatte ich ganz viele Erfahrungen in meinem Umfeld. Meine Mutter war eine sehr fürsorgliche Person und eine sehr liebevolle Person und hat sich gerne um Menschen gekümmert, um die Kranken, um die Schwachen, um die Alten. Und so habe ich ganz viel mitbekommen von Menschen, denen es wahnsinnig dreckig ging. Ja, also Menschen, die wirklich nur noch dahingesiecht sind, teilweise mit offener Bauchdecke, mit offenen Beinen, mit Diabetes, mit ja, wirklich krassen Sachen, ja, die einfach körperlich wahnsinnig zu kämpfen hatten. Und ich habe gesehen, jetzt auch dank meiner eigenen Eltern, ja, die auch krank waren. Und ja, was das tut, wenn man so viele Medikamente futtert. Und die Nebenwirkungen der Medikamente ja dann, ne, wieder was auslösen im Körper. Und du dann Medikamente gegen die Medikamente nehmen musst. Und also das ist ein, ja, eine Spirale ohne Ende, die meistens nach unten führt und ja, dafür sorgt, dass du immer kränker wirst, ja. Und ich habe mir dann schon früh gesagt, das möchte ich auf keinen Fall. Also ich möchte diesen Weg nicht gehen. Ich glaube an die Natur. Ich glaube, dass wir als natürliches Wesen hier auf dieser Welt sind und dass wir einen guten Körper haben, einen kraftvollen Körper, dass wir hier sind als Schöpfer, dass wir hier sind, um gesund zu leben, glücklich zu leben, erfüllt zu leben, dass wir hier sind, um uns zu erfahren, ja, in unserem Körper, und zwar in unserem kraftvollen Körper. Und dass der liebe Gott, das Universum oder wer auch immer unseren Körper erschaffen hat, ja, dass der das nicht ohne Sinn gemacht hat, ja, und vor allem nicht kaputt, ja, sondern wir sind hier mit einem ganzen, gesunden Körper auf diese Welt gekommen, ja. Und wenn das nicht so ist, ja, dann müssen wir irgendwas falsch machen, oder? Wir sind vom Weg abgekommen. Ja, ich gehe davon aus, dass jeder von uns eine Aufgabe hat hier auf diesem Planeten. Und wenn wir abkommen von dieser Aufgabe oder sie gar nicht erst annehmen, weil wir Angst haben, zum Beispiel in unsere Größe zu gehen, in unsere Kraft zu gehen, ja, dann werden wir krank. Ja, also dann zeigt der Körper das. Unser Körper ist unser wichtigstes Werkzeug. Und davon bin ich fest überzeugt. Ja, und das hat sich auch bestätigt über die letzten, ja, 20, 30, 40 Jahre. Und ich war damals als Kind schon sehr krank nach einer Impfung. Ja, bin ich mehrmals fast gestorben, ja, an Gehirnhautentzündung und war lange Zeit im Krankenhaus auch deshalb. Und ja, hatte ganz viele, ja, grippale Infekte im Jahr und Mandelentzündungen und Bronchitis und was weiß ich, diese normalen, ja, Krankheiten, die man halt so hat. Ja, und dann habe ich nach und nach weiter umgestellt. Ja, und habe mich mehr und mehr beschäftigt und mir sind zufälligerweise, wie das so ist im Leben, dann die richtigen Bücher in die Hand gefallen, ja. Und ich habe dann angefangen mit Wandmarker, mit, ja, willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf nicht. Das fand ich wahnsinnig faszinierend und habe damals noch gedacht, nee, um Gottes Willen, der lebt nur von Rohkost, also nur Obst und Gemüse und Nüsse oder so. Ja, also bei ihm waren es ja keine Nüsse, sondern wirklich nur so Obst, Obst und Gemüse.
Gemüse oder Grünes, ja. Und ich habe, das kann doch nicht sein. Also ich meine, wie kann man denn davon leben? Das funktioniert doch überhaupt gar nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat mich aber wahnsinnig fasziniert, ja. Und ich habe dann gedacht, naja Gott, also ich meine, probiere es halt einfach mal aus. Und in meinen Mittagspausen bin ich dann gerne rausgegangen, ja, in die Stadt, weil ich habe in Frankfurt gearbeitet und habe mir dann, ja, Obst geholt, ja, und hatte dann immer ein Riesenobst bei mir stehen und habe dann halt Obst gegessen und habe gemerkt, meine Güte, mir geht es eigentlich richtig, richtig gut damit, ja. Ich habe Energie, ja, ich bin gut drauf und mir geht es richtig gut damit. Und dann bin ich weiter und weiter und weiter gegangen. Und dann kam der Konz dazu, ja, Franz Konz mit seiner Urzeittherapie oder die Urkost, ja. Dann habe ich gemerkt, oh, Wildkräuter, ja, das macht total viel Sinn in der Natur. Wildkräuter, ja klar, das sind die ganzen Nährstoffe drin, ja, die wir alle schon rausgezüchtet haben. Also jetzt noch Wildkräuter mit dazu. Ja, dann habe ich so nach und nach, ja, umgestellt. Dann bekam ich Kinder, ganz natürlich, ganz einfach und leicht, ja. Und habe dann gedacht, Mensch, wenn ich denke, dass das die beste Nahrung für uns ist, weil es ist die logischste für mich und die natürlichste, ja. Weil wofür haben wir unsere, ja, unseren Körper, ja, wofür haben wir unsere Hände, wofür können wir auf den Baum klettern, wofür können wir die leckeren, ja, Früchte riechen und die duften ohne Ende, ja, also das kann ja nichts Falsches sein. Also, ja, habe ich dann gedacht, ja, wenn ich denke, dass das die richtige Ernährung ist für uns, ja, dann kann ich meinen Kindern ja nichts anderes geben. Ja, also natürlich nach dem Stillen. Ich habe lange gestillt. Ja, ich war Langzeitstiller, Tandem-Stillmama mit all den Herausforderungen, die dazu gehören. Ja, habe ich dann gesagt, nee, ich möchte auch, dass meine Kinder die beste Nahrung der Welt bekommen. Und so habe ich dann auch meine Kinder dementsprechend aufgezogen. Ja, die auch heute noch größtenteils dabei sind, ja. Mit 20 und 22 jetzt, ja. Genau. Und so bin ich, ja, zur Rohkost damals gekommen und habe mich natürlich wahnsinnig viel damit beschäftigt, habe dann damals 2006 auch die Camps gegründet. Das, was jetzt auch wieder stattfindet, ja, seitdem läuft das Camp jährlich mindestens einmal und bringt wieder Menschen zusammen, die die Rohkost leben oder wenigstens mal kurzzeitig wieder nutzen zum Entgiften, zum Reinigen, um wieder fitter zu werden, die nächste Stufe zu erreichen, wieder einen Motivationsschub zu bekommen und einfach Spaß miteinander zu haben. Ja, weil dort machen wir natürlich ganz, ganz viele schöne Sachen mit Wildkräuter sammeln und Yoga und Meditation und Tanzen und Singen und ja, interessante Dinge lernen, ja, in Workshops und Vorträgen, aber eben auch einfach Zeit miteinander verbringen. Ja, wir haben Frauenkreise, Männerkreise, Kinderkreise, ganz viel für Kinder geboten, weil da natürlich auch Kinder sind, ja, ganz viele Kinder. Ich liebe es, wenn Kinder da sind und damit auch, ja, in Kontakt kommen, in Berührung kommen, schöne Sachen erleben mit der Rohkost und der Natur, ja, und so haben wir natürlich jede Altersklasse da, von 0 bis, ja, die Älteste ist im Moment 84, glaube ich. Und alle haben Spaß miteinander, egal ob Single oder Familie oder sonst wer. Aber dazu gibt es auch noch Videos auf YouTube bei mir auf dem Kanal, die kannst du dir gerne anschauen. Und da siehst du dann auch noch mehr dazu. Ja, aber zurück zur Rohkost und da deine Frage, Kathi. Genau, Empfehlungen für die Rohkost als Heilung für Krebs oder Hormonstörungen. Ich habe auf YouTube ein Video mit der Kathi, wie hieß sie? Nee, Käthe, nicht Kathi, Entschuldigung, mit der Käthe gemacht, ja, zum Thema Krebs, weil die hat sich mit der Rohkost von Krebs geheilt und das wollte ich auf jeden Fall den Menschen zur Verfügung stellen, wie sie das gemacht hat. Und da gibt es ein ganz langes Interview dazu. Das kannst du dir gerne raussuchen oder ich gucke, dass ich das hier auch verlinke, wenn ich das hochlade, hier das Video oder den Link dann mal hier drunter stelle in die, ja, in die Kommentare, in die Notizen rein. Und dann kannst du dir das gerne mal anschauen. Da sind schon wahnsinnig viele Informationen drin. Und ansonsten natürlich, Kathi, alles, ja, was dazu führt, dass du deinen Körper wieder in den Urzustand zurückbringst, ja, das hilft dir bei allen Krankheiten. Ist egal was. Also so haben sich die Menschen von Allergien geheilt, ja, beziehungsweise was heißt geheilt? Ich sage nicht heilen, ja, sondern für mich ist die Rohkost keine Heilnahrung, sondern eine Reinigungsnahrung. Und da komme ich bei den nächsten Malen auch noch drauf zurück. Und
Wenn du die Sachen aus dem Körper schaffst, die den Körper behindern, weshalb er Krebs machen muss, ja, dann heilt er automatisch. Ja, also dann, der Körper ist immer bestrebt, zurück in den gesunden Ursprungszustand zurückzukommen. Der ist immer bestrebt, wieder ja, die Sachen abzubauen, die nicht dahin gehören. Ja. Wenn wir ihn aber ständig zumüllen, sei es durch Medikamente, sei es durch andere Chemikalien, sei es durch falsche Gedanken, ja, also all das gehört natürlich auch dazu, ja, also Traumata, sei es durch ja, die falsche Ernährung, ja, weil wir Industrienahrung in uns reinstopfen, mit der der Körper einfach nichts anfangen kann. Ja, da kannst du auch die Pappe einfach so essen. Ja, ja, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir krank werden, ja, dass der Körper da wirklich zu kämpfen hat, weil er wirklich ums Überleben kämpft, auf vielen Ebenen, ja. Und Menschen, die zu mir in die Kurse kommen zum Beispiel, ja, da gucken wir immer auf alle Ebenen, weil allein die Rohkost ist zwar ein tolles Werkzeug, ja, weil es dir hilft zu reinigen, ja, und es hilft dir, die Nährstoffe bereitzustellen, die der Körper dazu braucht, um die Sachen loszulassen, die da nicht hingehören, ja, und um Kraft zu bekommen, Energie zu bekommen, das überhaupt zu tun, weil du musst dir vorstellen, ja, wenn du gekochtes isst oder die falsche Nahrung isst, dann ist der Körper hauptsächlich mit Verarbeitung, ja, beschäftigt. Und sobald er aufhört, die Dinge zu verarbeiten und abzukapseln und hinzustecken und rumzuschieben im Körper, ja, dass er nicht kaputt geht, und noch immer Energie zur Verfügung stellt, ja, wenn er damit beschäftigt ist, da wird er gar nicht fertig damit, ja. Und dann kommt schon die nächste Nahrung wieder rein, wobei ich das Nahrung gar nicht, wie gesagt, nennen kann, dass da oft gegessen wird. Und so ist der Körper immer damit beschäftigt, nur mit Arbeiten, 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 der kommt überhaupt gar nicht zur Ruhe, ja. Und das merken wir dann auch oft nachts, ja, wenn wir immer noch keine Ruhe finden und keinen erholten Schlaf, ja, und schwitzen wie bekloppt oder Albträume oder keine Ahnung was, ja. Also der Körper kommt einfach gar nicht zur Ruhe. Noch dazu kommt ja, dass wir das Hungergefühl ja oft als Hunger bezeichnen und denken, was essen zu müssen, ja, und das ist ja auch nicht der Fall, ja, sondern es ist wirklich, wenn der Körper endlich mal eine Pause kriegt und anfängt zu entgiften, dann bekommen wir diese komischen Gefühle, ja. Und wenn wir dann wieder was reinstecken, fängt der Körper wieder an zu arbeiten. Ja, also wir sind ja in einer permanenten Überarbeitung im Körper, ja. Und dementsprechend haben wir natürlich auch ein Problem, ja, oder bekommen ein Problem. Und das ist ja der Punkt, ja. Und wenn wir dem Körper also helfen mit der Nahrung, ja, dass er wieder, ja, die Sachen abarbeiten kann, die Sachen rausschmeißen kann, die da nicht reingehören, dann sind wir schon mal haben wir schon mal einen großen, großen Schritt gemacht, ja, einen großen Schritt in die richtige Richtung, dass wir dem Körper, ja, genehmigen zu heilen. Der Körper und die, ja, Hormone und so weiter, ja, sind aber nicht nur abhängig von unseren Zellen, ja, also ganz biologisch, unseren Zellkraftwerken, ja, die bestimmte Stoffe brauchen, um eben, ja, die Atri, bla bla, was weiß ich, wie die Dinge noch heißen, ja. Also eben einfach Kraft, Energie zu produzieren, ja. Sondern wir haben auch noch unser Nervensystem. Und unser Nervensystem ist super stark geprägt durch unsere Kindheit. Ja, und wenn wir nicht auf das Nervensystem achten und das wieder in das Gleichgewicht bekommen, ja, weil es immer, immer anschlägt auf bestimmte Dinge, weil wir getriggert werden, weil wir, ja, alle, ich würde mal sagen, wirklich alle, ja, Bindungs- und Entwicklungstraumata erlebt haben in unserer Kindheit, dann kannst du noch in dich reinstecken, was du willst, und das Nervensystem wird immer anschießen, bei Kleinigkeiten, bei größeren Sachen, je nachdem, was bei dir passiert ist, ja, und wie deine Kindheit war, so ungefähr. Und wird dann ausgleichen, ja, weil das Nervensystem ist auch immer darauf bedacht, genauso wie der Körper mit den ganzen Zellen, ja, darauf bedacht ist, immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und wenn du im Stress bist, wenn dein Nervensystem aktiviert ist, ja, dann passiert Folgendes, und zwar fängt der Körper an, ja, Stresshormone mehr zu produzieren, weil wenn du im Kampf, also, ne, da musst du verstehen, ja, das Nervensystem, Kampf, Flucht, was haben wir? Kampf, Flucht oder Einfrieren. Mittlerweile gibt es auch noch ein, zwei andere, aber das sind die Haupt, ja, Aktionen des Körpers oder Reaktionen, wenn er in Stress kommt, ja. Entweder du kämpfst und dann
ja, versuchst du das abzuwehren, aber als Kind, ja, oder du, ich gehe mal weiter, ja, oder du rennst weg, also du flüchtest, ja, um vor einer Gefahr davonzukommen, oder du frierst ein, wenn du merkst, du kannst weder kämpfen noch flüchten, dann frierst du ein innerlich. Und das, ja, da, damit, das sind genau meine Frauen, sage ich jetzt mal, ja, die dann kommen und sagen, ich weiß auch nicht, ich friere ein in bestimmten Situationen, ich weiß mir nicht mehr zu helfen, ja. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Da bist du nicht kaputt, sondern im Gegenteil, das beweist, dass du noch ganz bist, ja, dass dein Körper noch reagiert und das ist was ganz Wertvolles. So, jetzt hast du aber dieses Nervensystem, was eben reagiert und Stress ausschüttet, Stresshormone ausschüttet. Das heißt, das Cortisol schießt nach oben, die anderen Hormone schießen nach unten, damit du in den Kampfmodus kommst, damit der Körper die Sachen zur Verfügung stellt, die du brauchst, eben um zu kämpfen, um dich abzuwehren, um zu flüchten, wie auch immer, ja. Und was dann passiert ist, ja, dass du, wenn du dem nicht folgst, deinem biologischen Sinn, ja, weil das auch schon so tief geprägt ist, du gar nicht mehr weißt, vor was rennst du denn eigentlich weg, vor was sollst du denn wegrennen, weil dein Leben ist doch in Ordnung. Du hast ja gar keinen Stress gerade, aber irgendwas löst Stress in dir aus und du weißt gar nicht warum, ja, weil das einfach so lange zurückliegt schon zum Beispiel. Ja, dann reagiert der Körper trotzdem, ja, das heißt, eine Kleinigkeit tut irgendwas, und du fängst an zu fressen. Das sage ich jetzt einfach mal so, ja. Du merkst, boah, ich habe jetzt Gelüste, ja. Und dann, was der Körper dann braucht, um wieder auszugleichen, chemikalisch, nicht? Sind ganz oft eben Fette, Süßes und so weiter. Und du fängst an, Schokolade in dich reinzustopfen, Chips zu essen, Pommes, irgendwas Fettiges, ja, irgendwas, ja. Und du fühlst dich danach erstmal wieder besser, weil du dein Nervensystem ausgeglichen hast, ja. Und deswegen, ja, hast du diese Sachen eben, dass der Körper eben verschiedene Dinge tut, um auszugleichen, ja, also um bestimmte, ja, um, dass es dir wieder gut geht, ja. Und dann kannst du natürlich die Rohkost essen, wie du willst, wenn du aber dann nicht auf die anderen Ebenen schaust, dann geht es dir trotzdem nicht besser, ja. Und Krebs kommt nicht einfach aus der Luft, ja, der ist nicht einfach da. Krebs hat seinen Ursprung, ja, und hat seinen, ja, seine Aufgabe. Ja, das ist nichts Böses. Also auch wenn es heißt bösartig, aber es ist eigentlich was Gutartiges für dich und dein Leben. Weil die Menschen, die es verstanden haben dann, was da in ihrem Körper passiert und die ihr Leben auch wieder ganz bewusst in die eigenen Hände nehmen, für die ist Krebs oft das größte Geschenk. Und die kommen oft geheilt heraus und sagen, ich bin so dankbar, dass ich Krebs gehabt habe, weil der hat mich zu mir zurückgebracht, der hat mich auf meinen Weg gebracht. Und wir brauchen oft einen Bang-Schlag mit dem Hammer auf die Birne, ja, dass wir bereit sind, etwas zu ändern. Denn, und da kommen die Prägungen und die Traumata aus unserer Kindheit wieder ganz stark zum Tragen. Unsere Ängste, die verhindern, dass wir das tun, was uns gut ist, wo wir hinschauen müssten, wo wir Kraft bekommen eigentlich, ja, wenn wir unsere Aufgabe leben. Aber wir sind oft so geprägt, dass wir Angst haben, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, weil wir Angst haben vor unserer eigenen Größe, vor unserem eigenen Licht. Ja. Und so hören wir lieber auf alle anderen, haben wir ja so gelernt in der Schule, ja. Lieb sein, artig sein, das tun, was die Erwachsenen von uns erwarten, damit wir geliebt werden, damit wir angesehen werden, damit wir erkannt werden, ja. All diese ganzen Sachen, ja, damit wir gesehen werden, damit wir uns verbunden fühlen, damit wir nicht das Gefühl haben, sterben zu müssen. Und diese Gefühle sind unglaublich stark, ja. Und wie gesagt, in meinen Kursen gehe ich darauf ein, ja, dann gehen wir da durch diese Ängste und schauen uns diese Sachen an, schauen dahin, ja, damit der Körper eben, damit das Nervensystem zur Ruhe kommen kann, damit eben nicht alles, ja, immer wieder hoch und runter fährt und so weiter. Und in dem Moment, wo der Körper in Ruhe kommt, in Balance kommt, das Nervensystem in Entspannung kommt, das macht so, und du spürst wirklich, wie so, es entspannt sich in dir, ja. In dem Moment stehen dem Körper alle Heilungsmöglichkeiten zur Verfügung und der Körper heilt sich von selbst. Ja, und unsere Aufgabe ist es, dieses innere Gleichgewicht herzustellen durch die Ernährung, durch die seelische Aufarbeitung, durch die geistige Aufarbeitung, ja, also alle Ebenen, wie gesagt, ja, und durch die Entgiftung. Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Körper in seinen optimalen Zustand kommen kann, damit er seine Arbeit leisten kann und uns dieses,
ja, Instrument, dieses Vehikel hier geben kann, um uns wirklich zu erfahren, zu erleben und vor allem unsere Aufgabe zu erfüllen hier auf diesem Planeten, ja, um es wirklich schön zu machen, erfüllt zu leben, fröhlich zu leben, ja, und das auch weiterzugeben, denn das ist eine Meisterschaft. Für mich ist die Schule, das Leben die Schule und es ist unsere Meisterschaft. Wir lernen dadurch unsere Lektionen, ja, auch da gehen wir tiefer ein natürlich in diese ganzen Bereiche, ja, damit es wirklich verstanden wird, damit du dann siehst, also wortwörtlich den Unterrichtsstoff im täglichen Leben vor deinen Augen siehst und erkennst. Ja. Oh, es ist so vielschichtig und so tief und so, so powerful, ja, so kraftvoll. Und ich möchte, dass du das verstehst, dass du dein Leben wieder in die Hand nehmen kannst, dass du wieder zu dir kommen kannst und dich leben kannst, ja. Genau. Und genau, deswegen auch die Hormonstörungen, Kathi. Ja, das kannst du vielleicht jetzt ein Stück weit nachvollziehen. Ständig diesen Stressmechanismus aktivierst oder der wird autonom aktiviert. Ja, dein Nervensystem ist nicht steuerbar in diesem Sinne. Ja, du kannst dich einfach denken, so, ja, kein Stress mehr da, bla bla bla. Ja, dein Körper reagiert, dein Nervensystem reagiert autonom. Ja, das heißt, die Hormone werden dann dementsprechend ausgeschüttet. Und das Problem an der Sache noch zusätzlich ist natürlich, ja, wenn der Körper diese Hormone und diese Stoffe ausschüttet und ins Ungleichgewicht kommt dadurch, dann du anfängst, ja, alles Mögliche in dich reinzuschieben, ja, dich abzulenken, dich ja vor den Fernseher zu setzen oder zu rauchen, zu trinken oder sonst irgendwas, ja. Wie viele Menschen haben Alkoholprobleme, weil sie ihr Nervensystem nicht mehr runterfahren können, weil sie nicht wissen, wie, weil sie hilflos sind, ja. Es muss nicht sein, ja, es gibt andere Wege. Und ja, du kannst dir vorstellen, wenn du also immer wieder diesen gleichen Chemiecocktail im Körper produzierst, unbewusst, ja, das heißt, du immer wieder diese Hormone ausschüttest, dann gewöhnt sich der Körper dran. Und das ist dann wie eine Sucht. Es ist wirklich wie eine Sucht, ja, und das kommt dann die emotionale Abhängigkeit dazu, ja, die dann passiert. Das heißt, du bindest dich an die falschen Partner, du hast Stress im Leben, ja, du bindest dich an die falschen Menschen. Ja, es kommen Situationen auf, die einfach wahnsinnig stressig sind und dein Körper wieder reagiert, genau auf die gleiche Art und Weise natürlich, weil die gleichen Dinge angestoßen werden und er wieder, ne, ins Ungleichgewicht kommt, ins Hormonelle. Und wenn er ins hormonelle Ungleichgewicht kommt und es immer wieder angestoßen wird, wie gesagt, dann ist das wie eine Sucht. Das heißt, unbewusst wirst du diese Situation auch immer wieder herbeirufen. Das heißt, du wirst immer wieder Drama produzieren in deinem Leben, damit du diese Stoffe spüren kannst, weil der Körper sich an diese Stoffe gewöhnt hat. So verrückt sich das anhört. Und wenn du jemanden auf Drogenentzug setzt, ja, dann wirst du merken, wie hart das ist für den, ja. Das heißt, die erste Woche ist für den die pure Folter, ja. So, und jetzt setzt mal jemanden mit einer emotionalen Abhängigkeit auf Entzug. Das heißt, du sagst dem, du darfst diesen Menschen nicht mehr kontaktieren. Der geht durch ähnliche Symptome durch wie ein Drogenabhängiger. Den kannst du fast ans Bett binden, damit er den nicht kontaktiert und nicht wieder sagt, ah, geht's dir gut? Ja, das ist unglaublich stark, was da passiert im Körper. Und deswegen ist es so wichtig, da hinzuschauen und hinzuspüren, das in die Hand zu nehmen, wieder zu gehen, ja. Und deswegen habe ich hier keine Ruhe und werde hier nicht eher still stehen, bis ich den Menschen weiterhelfen kann auf ihrem Weg, ja. Weil ich weiß, wie sich's anfühlt, weil ich selber den Weg gegangen bin, weil ich selber durch diesen ganzen Schlamassel durchgehe und immer noch gehe. Also ich bin auch nicht am Ende. Ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Leben ans Ende kommen, ja, sondern dass wir, ja, uns einfach weiter und weiter entwickeln, weiter wachsen, ja. Und wir uns gegenseitig helfen dürfen, ja, in die Vollkommenheit zu kommen, uns zu vervollkommnen, indem wir uns bewusst machen, ja, welche Muster da laufen und was da gerade passiert, ja, und wie wir uns unterstützen können auf diesem Wege und uns erinnern können, hey, das ist gerade, du bist gerade in dein Muster gefallen, ja, du bist gerade in dein Loch gefallen, aber kein Problem, wir wissen ja jetzt, wie wir rauskommen, ja, und wir helfen uns gegenseitig aus dem Loch raus, anstatt uns gegenseitig die Geschichten zu erzählen und uns fertig zu machen und Dramen zu kreieren, ja. Es ist einfach eine ganz andere Ebene und auch eine ganz andere Erfüllung, ja, ein ganz anderes Gefühl, was dann in dir entsteht, weil du wieder in echte Verbundenheit gehst. Und das ist es genau, was wir immer wieder wollen, die echte Verbundenheit miteinander, ja, der echte Kontakt miteinander, dass die Energie zum Fließen kommt miteinander, ja, zwischen uns. Das ist das, was wir brauchen, was uns erfüllt, was uns glücklich macht, was, ja, was uns verbunden fühlt, ja, dass wir nicht alleine sind, einsam sind, ja, und wie viele Menschen gehen,
einsam durch die Welt. Weil auch wenn sie mitten in der Gruppe sind, ja, auch wenn sie mit einem Partner zusammenleben und doch innerlich wahnsinnig einsam sind, weil sie nicht den Energiefluss herstellen können, ja, weil sie innerlich festhalten, unbewusst, ja, festhalten an der Energie, festhalten an den Dramen, festhalten an dem Leid, ja. Und ich sage immer, Leid entsteht erst, wenn du festhältst an deinem Schmerz. Ja, und wir dürfen lernen, loszulassen, fließen zu lassen. Alles ist gut, du darfst wütend sein, alle Emotionen dürfen sein, ja. Gut, aber jetzt bin ich abgeschweift von der eigentlichen Frage. Aber ja, ich hoffe, ich konnte die dir ein bisschen beantworten dadurch. Und ja, freue mich natürlich auch über weitere Fragen. Wenn ihr noch welche habt, stellt sie gerne. Die beantworte ich auch gerne beim nächsten Mal. Und freue mich, wenn ich euch ja wieder sehe um 10 Uhr in der Rohkostgruppe hier in Facebook und eure Fragen beantworten darf. Ja, ein Teil eures Lebens sein darf. Euch einen kleinen Stups geben darf, vielleicht auch, ja, euch die Hand reichen darf, ja, in dem Moment, wo ihr vielleicht nicht weiter wisst und euch erinnern darf, weil nichts von all dem hier, was ich sage, ist neu, ja, sondern das sind einfach alles Sachen, die ihr schon in euch tragt, sonst wärt ihr jetzt nicht hier, ja, sonst würdest du jetzt hier nicht zuschauen und ja, vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen für dich, sondern ich erinnere dich nur, ich erinnere dich an die Information, die du in dir trägst. Und du erkennst sie. Und in dem Moment, wo du etwas erkennst und du hast diesen Aha-Moment in dir und dieses, du kriegst einen Impuls und sagst, boah, das war jetzt wichtig, das nehme ich mit für mich, dann schreib das in die Kommentare, schreib das bitte. Teil das mit den anderen, ja, damit sie Mut bekommen, auch hinzuschauen, auch hinzuspüren. Ja, einen Schritt, die Weichen zu stellen in die richtige Richtung. Weil in unserer Welt herrscht so viel Mangel, so viel Negatives. Wir sind es so sehr gewöhnt, immer nur hinzuschauen, wo die Fehler sind, wo wir was falsch machen, wo wir schlecht sind, wo wir nicht gut genug sind. Lasst uns die Weichen stellen nach und nach, um dahin zu schauen, um uns was Neues anzugewöhnen, neue Prägungen anzugewöhnen, wo wir gut sind, wo wir uns gegenseitig Mut machen können, wo wir uns gegenseitig stärken können, wo wir gegenseitig Kraft bekommen, wo wir gegenseitig, ja, ins Leuchten kommen. Ja, lasst uns das gemeinsam tun und das tun. Tun ist das Wichtige, tun, ja. Das heißt, es fängt damit an, dass du zum Beispiel einen Kommentar schreibst und sagst, hey, das habe ich mitgenommen, danke, ja. Hey, da habe ich was erlebt, ja. Das hat was in mir ausgelöst, das hat das in mir ausgelöst, ja. Wow, cool, ja. Es hilft auch mir natürlich, ja, zu wissen, okay, wo stehst du gerade? Was brauchst du noch? Wo kann ich dir noch helfen? Und wenn du, ja, gar nicht weiterkommst, dann melde dich einfach bei mir, schreib mir. Ja, von mir auch eine private Nachricht, ja, eine E-Mail. Ganz egal. Tu was. Geh deine Schritte. Ja, setz so dein Zeichen ins Universum, dass du bereit bist, ja, jetzt dahin zu schauen und deinen Weg zu gehen. Ja, zu dir zurück. In deine eigene Kraft. In deine Erfüllung. Zurück zur Gesundheit auf allen Ebenen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, zu sehen, zu lesen und freue mich auch, ja, wenn der ein oder andere mit einschaltet, denn live ist es eigentlich noch viel schöner, wenn man mit Menschen reden kann. Und danke, Kathi, an dich hier an dieser Stelle, dass du heute beigetragen hast, dass du da warst, dass du ja einfach ein Teil hier bist und so dazu beiträgst, dass es auch anderen besser gehen kann. Denn durch eure Fragen, ja, helft ihr vielen anderen auch, weil wir sind nicht allein, es geht uns allen so, ja. Auch ich hatte diese Fragen am Anfang, auch ich habe mich auf den Weg gemacht, ja, und aber ich möchte, dass du es vielleicht einfacher hast und nicht so lange warten musst und nicht so lange suchen musst wie ich vielleicht, ja, sondern schneller dahin kommst. Ja. Also, bis dann zum nächsten Mal. Entweder, wie gesagt, nächsten Montag um 10 hier in der Rohkostgruppe in Facebook oder in der Gruppe Sag Ja zu dir, wo ich auch auf die anderen Themen natürlich noch tiefer eingehe und wir uns ganzheitlich Mut machen. Genau, und da bin ich immer freitags, diesen Freitag jetzt um 18 Uhr und manchmal auch um 10. Also immer abwechselnd, einmal morgens, einmal abends. Aber das kannst du auch in der Gruppe dann erfahren. Gerne kannst du doch dazukommen, wenn du möchtest. Und ich freue mich dann bis zum nächsten Mal. So long!